Servus Leute, herzlich willkommen zu Pokémon Leuchtende Perle. Ich habe, wie ihr sicherlich schon raushören könnt, die Hintergrundmusik ein bisschen leiser gemacht, weil mir die beim Trainieren echt auf den Zeiger ging irgendwann. Und zum Thema Training, ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt, weil die Pokémon untereinander wirklich nicht gut mitleveln. Dadurch habe ich nicht das erhoffte Level 60 erreicht, weil es mir irgendwann einfach so doof war, weil einfach nichts voranging. Ich habe aber Schnäppke gefunden. Das heißt, wir haben unser Wunsch-Eis-Pokémon. In den Untergrundhöhlen kann man nämlich, wenn man in Blitzach sich einbuddelt, Eishöhlen finden. Und da kann Schnäppke rumlaufen. Und da findet man auch ein Ewigei, das ist auch, nicht Ewigei, Glücksei, so rum. Glücksei. Das Schnäppke auch trägt, um leveltechnisch ein bisschen aufzuholen. Und ich habe auch lustigerweise einen Funkelstein gefunden. Wir können also Schnäppke direkt auch mal weiterentwickeln. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Das ist in der Trainingstasche, glaube ich. Genau, Funkelstein. Den gibt es auf einer Anhöhe, wenn ihr, wo ihr das erste Mal in den Kraterberg rein seid. Und jetzt zeige ich euch gleich einfach. Ganz kurz mal weiterentwickeln, dann zeige ich euch das. Jawohl, hier, Schnäppke. Na nun, Schnäppke wickelt sich. Schnäppke, Arbor, Digitation zu! Frostedie, Sturm des Eises! Glückwunsch, der Schnäppke hat seine Frostedie weiterentwickelt. Jawoll! Bürde? Nee, eigentlich ja nicht so, ne? Ja, Frostedie ist leider ein... Also, der Spezialangriff ist nicht schlecht. Ich zeige euch gleich das Wesen. Stachler braucht man nicht. Das ist eine lustige Attacke, aber wir haben ja dafür Mew mit dem wunderbaren Tarnstein. Eises Odem ist das speziell gewesen, jawohl. Schon mal gut. Eiszahn ist physisch, ja, Biss. Und was macht Bürde? 65 Attacke wird bei der Anwender das Ziel bedrängt, fügt Ziel mit Status dem Drücken und Schaden zu. Kannst du mal für Stachler lernen. Wir werden ihn gleich Eises ohne vergessen lassen und Eisstrahl beibringen, aber ich zeige euch noch ganz kurz, wo ihr den Funkelstein bekommen könnt. Frost jeder Stachler vergessen und Bürde erlernt. Aber dann noch ganz... Oh ja, wisst ihr was? Wir fliegen erst hin. Ach, falscher Knopf. Ich zeige es euch erst ganz schnell. Und zwar müsst ihr dazu, wenn ihr das haben wollt, jetzt lasst mich nicht lügen und Scheiße erzählen. War das ewig genau? Oder Ärzteling? Das müsste ewig genau gewesen sein. Ich fliege kurz hin und guck's mir an. Aber es ist eigentlich Mitte und nicht Süden. Eigentlich müsste es falsch sein. Aber jetzt bin ich gerade nicht sicher, wo ich beide Orte auf der Karte sehe. Ich habe es auch ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, muss ich dazu sagen. Also. Man möge es mir nachsehen, wenn ich gerade etwas verwirrt bin. War das denn die richtige Route? Ich möchte fast nicht. Es war eine Route, die wir überhaupt nicht waren, worüber wir hätten hingehen können. Nee, auch wieder falsch. Da war noch ein Gebiet, wo ich habe, wie gesagt, ein paar Tage nicht gespielt. Ich habe sehr viel auf Vorrat aufgenommen. Ich habe es gemerkt. Ich habe ja zwei Tage vorher jeweils vier Folgen hochgeladen, weil ich so viel hatte. Jetzt geht es gerade ein bisschen aus. Deswegen, ja, das war falsch. Okay. Also, dann wissen wir es jetzt, es ist die Stadt Erzelingen. Hier müsst ihr hin. Und dann Richtung Kraterberg, da dann rein, nach unten. Da kann man hochgehen und dann gibt es dort eine Surferstelle. Und die muss man lang surfen und dann kommt... Genau, das hier war es. Da ist dieser komische Junge da gewesen. Da kommt man ja vorher nicht hoch. Boah, ich hasse es. So, dann einfach hier rein... So. Dann hier runter. Am besten mit einem Schutz. Damit das nicht passiert. Welche Folge ist denn das eigentlich? 35? Müsste sein, ja. Dann habe ich sogar gar keine Folge mehr auf Vorrat. Ja, geht doch leicht verschätzt. Ja. Blöde Fahrrad weg, ey, ich brauche den Müll nicht. So, hier hoch und hier lang surfen und da auf der anderen Seite ist dann der Funkelstein. Der liegt dann hier.
Da, wo ich jetzt bin, da liegt der Funkelstein. Und dann könnt ihr euer Schnäppke weiterentwickeln. Und ich glaube, es war noch ein Pokémon, das das braucht, um weiterentwickeln. Bin mir nicht sicher. Kleinstein nervt nicht. Ich hoffe, ihr stört es nicht, wenn ich hinterher Musik ein bisschen leiser gemacht habe, weil ich weiß jetzt nicht, wie laut es noch in der Folge ist. Ich höre es noch sehr gut, aber schreibt es einfach in die Kommentare, ob es jetzt zu leise ist und ich lauter machen soll oder ob euch das auch so lieber ist. Ich habe mit der Musik die ganze Zeit vollgeballert zu werden. Ich habe die jetzt nämlich auf 5 runtergestellt, 5 oder 6. Und das finde ich ganz angenehm so. Aber auf volle Pulle wie es vorher war, Alter. Da kriegst du ja die Krise. So, Weideburg. Wir müssen nämlich nach Sonneweg zum nächsten Orden. Das wird dann Spikes großes Gebiet. Danach sind dann die Viecher unten im Untergrund über Level 50. Dann kann man theoretisch besser trainieren, aber... Ah, das ist Theorie. Ach ja, Eisstrahl. Da war ja was. Eisstrahl. Wo bist du jetzt? Lawine ist physisch, ne? Blöd. Brauchen wir nicht. Hier, Hagelsturm, brauchen wir nicht. Lichtkanone, Fähigkeitstor, Dunkelklau. Kannst du Dunkelklau erlernen? Ach, schade. Ist eine Geist. Weißt du, ein Geister-Pokémon kann keine Geister lernen. Ist. Spukball kannst du mal lernen. Das ist sehr gut. Kriegst du auch Spukball. Dann rüst mir Frost, seht ihr doch gleich mal aus. Ja, ja, möchte ich, danke. Und du verlernst dafür gerade dir die Bürde. Oder den Eiszahn. Ja, komm. Du brauchst nur eine Eisattacke und das wird dann gleich der Eisstrahl sein. Und dafür fliegt dann... Nee, wisst ihr was? Wir behalten das andere mal. Geben jetzt aber... Ich wirke gerade sehr verwirrt und ein bisschen Banane, ich weiß. Aber es wird sich lohnen. Ich komme nämlich auch auf Kleiner Lustra und Lassie keinen Schaufler lernen können. Das ist für mich immer noch unbegreiflich. Ableitrieb, Ränkeschmied, Schwerttanz kannst du nicht erlernen. Irgendwann kriegt das mal irgendwer. Spike wahrscheinlich. Zauberschein. Eisstrahl. Könnte auch Mew erlernen. Ich weiß, aber ich könnte es ja nachkaufen, was wir brauchen. Und dann kriegst du Bürde gerade wieder weggeballert. Dann hast du Eisesodem und Eisstrahl und eine gute Geistattacke. Das sollte doch schon mal nicht so schlecht sein. So. Jetzt aber Richtung Sonnewick. Nächste Stadt, die Stadt des 8. Ordens. Da werden wir auch eine Altarena drin wieder treffen. Und zwar eine aus Johto. Ach ja, die kann man ja jetzt kraxeln. Was könnte denn hier oben sein? Der meint ja, da oben gibt es irgendwas, woran er nicht rankommt. TN05 Brüller. Eine TN, die kein Mensch braucht. Gibt es hier oben irgendwelche spannenden Pokémon, wenn man hier so schwer hinkommt? Hier überhaupt? Ach, ich habe Mew vor, deswegen treffen wir seltener wilde Pokémon. Kann aber auch was Gutes sein, weil dann vielleicht was Selteneres kommt. Na ja, gut, du bist jetzt nicht wirklich selten, du läufst sogar im Untergrund dazwischen überall rumgefühlt. Also in wirklich jeder Höhle außer der Eishöhle habe ich Bammelin getroffen, wenn ich unten rumgelaufen bin. Um mich mal so ein bisschen umzugucken, weil in dem Wasserraum, was wir trainiert haben, spawnen erschreckend wenig Gastronomen inzwischen. Aber dafür mehr Pelipper. Und ich habe auch unten noch ein Togepi gefangen, tatsächlich. Das ist ja von der Linse gelaufen. Und ein, wie heißt das Ding? Die Vorstufe von Knackrank, die erste. Und das hat sich auch direkt zu Knarksel weiterentwickelt. Also das haben wir auch gefangen. Aber das war's. Mehr habe ich nicht gefangen. Weil mehr Spannendes ist mir auch nicht in die Finger gelaufen. Pokédex-Einträge, ja, kann ich euch ja nachreichen. Da haben wir eh noch ein paar, die ich euch nachreichen muss. Shellterra zum Beispiel. Also dann. Shellterra, Kontinent-Pokémon. Manchmal werden Herden von Shellterra, die auf der Suche nach Wasser umherstreifen, verwandernde Wälder gehalten. Dann haben wir noch Luxtra. Irgendwo. Ja. Luxtra, das Glühaugen-Pokémon. Leuchten seine Augen golden auf. Kann es selbst Beute ausmachen, die sich hinter dicken Wänden versteckt. Und Bojelin war noch irgendwo. Ja, ich hab's gleich. Keine Sorge. Da. Bojelin, das Meerwiesel-Pokémon. Seine Schwimmblase entwickelte sich als Folge der Beutejagd im Wasser. Es transportiert Menschen, als wäre es ein Gummiboot. Du hast ein knallrotes Gummiboot. Ich höre schon auf. Wo ist denn der jetzt?
Da, hier, Kaumalat und Knacksen. Kaumalat, das Landhai-Pokémon, das einst in tropischen Gefilden zu Hause war, lebt es. Da es einst in tropischen Gefilden zu Hause war, lebt es nun in durch Erdwärme aufgeheizten Höhlen, um der Kälte zu entgehen. Knacksel, Höhlen-Pokémon. Es gräbt Edelsteine aus und hortet sie in seinem Nest. Zahllose Diebe haben es darauf abgesehen. Ja. Also wir haben ein bisschen was in der Hinterhand, falls wir noch irgendwas brauchen sollten. Aber für den Moment geht's. Und jetzt können wir hier lang. Yay! Was habe ich denn hier am besten vorne? Mew oder Luxtra? Ich pack mal Luxtra da vorne, weil der Angler ist. Der Luxtra ist vorne. Ah gut. Stimmt ja, vom Palkia-Kampf. Hallo Reisende, wie wäre es in einem Kampf? Jawohl, er kämpft gegen mich. Nächsten Pokémon spielen wir den männlichen Hauptcharakter dann. So schön im Abwechslungsstil immer. Erst das, dann das, dann wieder das. So macht das doch am meisten Spaß. Ich weiß auch, wann Lassie Knirscher erlernt inzwischen. Habe ich beim Training nämlich rausgefunden, Level 56. Weil Luxtra kann das nämlich inzwischen. Luxtra kann Knirscher. Das sollte eigentlich auch reichen mit dieses durstige Karpador. Oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Plan mit Level 70 aufgeht bis zur Liga. Aber wir werden es sehen. Donnerzahn wäre noch cool. Also wenn Lassie Knirscher erlernt, dann kann Luxtra gern Donnerzahn bekommen. Ich habe aber nicht geguckt, ob Luxtra das noch lernen kann. Oder ob es eine TM gibt, das weiß ich nicht. Funkensprung! Aber generell ist sein Moveset eigentlich ganz gut. Wir haben Ladevorgang, wenn wir mal ein bisschen mehr Dampf brauchen. Ne, wir haben Bade vergessen, wir haben ein paar Donnerwelle. Genau, aber da kann man Gegner paralysieren, ist auch nicht so schlecht. Habe ich das Gefühl, dass das Glücks eigentlich wirklich was bringt. Weil Frostedie müsste jetzt eigentlich mehr EP bekommen als alle anderen, aber so einen richtig großen Effekt habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Das ist angenehm langweilig, ich brauche einen schnellen Kampf als Abwechslung. Ja. Wenn du nicht nur Carpador hast, kannst du gerne kämpfen, Petru. Carpador. Toll. Ich denke übrigens, so bei Folge 45 sollten wir die Liga soweit durchhaben. Wenn alles nach Plan läuft. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist so meine Idee. Ja, komm, mach Knirscher, das ist ein Karpador. Da brauchst du jetzt nicht wirklich megamäßig ausholen. Aber ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen enttäuscht von den Untergrund-Pokémon, weil das halt. Wenn du einmal richtig levelst, dann brauchst du eigentlich nie wieder darunter gehen. Außer nach dem 8. Orden vielleicht, ja, nach der Liga, ja, aber davor. Pff, schwierig. Die meisten Level, die wir jetzt haben, bis auf zwei, ich habe zwei Level immer noch gemacht, haben wir ja durch normale Kämpfe bekommen. Ne? Das, obwohl die alle deutlich schwächer sind als wir. Also diese Aussagen, dass man mit dem Untergrund viel zu schnell absolut OP wird, die kann ich nicht nachvollziehen. Wir hatten ja auch trotzdem spannende Kämpfe. Klar, wir haben am Ende stets gewonnen, aber wir haben auch mal ein, zwei Pokémon verloren. Und bei der Nuzlocke zum Beispiel wäre das halt schon tödlich gewesen. Also von daher, ich kann jetzt nicht so unterschreiben, dass das Spiel zu leicht werden würde, wenn man den Untergrund effektiv nutzt. Oh, das hat Frostedie jetzt aber gut getan. Finneon! Das will ich auch irgendwann mal trainieren. Ich mag Finneon und wer ist das andere? Lumineon oder so? Ich finde die ganz interessant. Klar, sie sind nicht die stärksten Wasser-Pokémon aller Zeiten, aber es nutzt sie fast niemand. Und deswegen wäre es eigentlich mal witzig, es hat überlebt. Warum? Warum hast du überlebt? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll das? Ja, aber ich würde es wirklich gerne mal trainieren, was einfach kein anderer jemals benutzt hat, glaube ich. Kennt ihr irgendeinen, der Finneon und Lumineon benutzt hat? Aktiv im Team? Ich nicht. Ich habe mich ködern lassen. Ja. Aber zugegeben, du kämpfst auch gegen Elektro-Pokémon. Das ist halt schon ein bisschen. Alter, wer sind denn hier? Ich krieg die Krise. Und da oben auch noch welche. Was? Oh, heilige Scheiße. Ich bin zwar mitten im Angeln, aber gut, dann werde ich dich mal eben versenken. Ich meine, an den Trainernkämpfen merkt man ja, die leveln am allerwenigsten, damit der hieß Levelkurve echt katastrophal.
kann man schon fast sagen. Aber die Räder sind echt gut. Ich meine, das Garados, das bei Erdbeben kommt, zum Beispiel bei Cyrus, jetzt im Final-Kampf auf die Galaktik, das hat mich auch eiskalt überrascht. Von daher, sowas mag ich dann. Weil er wirklich nicht komplett overpowered ist. Ba, ba, da, ba, da, bam. Tschüss, Kappa-Droa. Diesmal gleich Funkenstrom und es überlebt das Vieh wieder. Finion scheint eine sehr gute physische Abwehr zu haben. Was ihn schon mal jetzt zum besten Fisch-Pokémon macht, weil die haben alle eine katastrophale Abwehr eigentlich. Außer Relikant, weil Relikant ist ein fossil schwimmendes, das ist was anderes. Relikant trainieren ist übrigens auch geil. Relikant kann richtig mächtig werden. Den habe ich damals in sowohl Saphir als auch Smaragd benutzt. Holy shit, war das Ding gut. Der hat mir so auf den Arsch gerettet. Barschwal. Deine Weiterentwicklung Milotic ist cool. Ist sehr, sehr defensiv, wenig offensiv. Aber trotzdem cool. Du selbst, Barschwab, bist immer nur hässlich. Angler Albert. Wow. Das ist der Kommentar. Wow. Bin schon geil, ich weiß. Wenn ich so lange auf die Wasseroberfläche starre, vergesse ich, was ich eigentlich wollte. Aber wisst ihr, was das Wasser hier noch besser machen würde? Wenn es realistisch aussehen würde. Es sieht halt sehr cartoony aus. Da muss man wiederum sagen, das hat Link's Awakening, das Remake, richtig gut gemacht, wenn auch alles andere, finde ich zum Beispiel, nicht so gut aussah, weil der Stil einfach nur zum Spiel passt. Es ist witzig, dieser Panorama, nicht Panorama, wie heißt das nochmal, nennt man das? Scheiße, wie nennt man die nochmal? Diese dreidimensionalen Bilder, nenne ich es mal. Ich hab den Namen, verdammt Axt. Ja, auf jeden Fall die Dinger. Das sieht schon ganz witzig aus, aber es passt für mich null zum Spiel und null zur Stimmung im Spiel, zur Story, die ja doch sehr traurig ist. Wenn man bedenkt, dass sich die Insel einfach auflöst, wenn Link seine Mission erfüllt. Kleiner Spoiler, aber das Spiel ist ja uralt, von daher. Ne? Von daher, ich weiß nicht, zu so einer ernsten Geschichte, so einer bedrückenden Stimmung, so ein Grafikstil, ja, passt mir einfach nicht. Deswegen will ich auch keinen A Link to the Past Remake. Es gab schon Leute, die sagten, ich hätte gerne A Link to the Past mit dem Grafikstil. Nein, seid ihr besoffen? Sorry, aber seid ihr besoffen? Seid ihr bescheuert? Das kann nur jemand fordern, der das Spiel absolut nicht verstanden hat und der das Spiel nicht mag. Weil A Link to the Past muss düster sein. Muss dreckig sein. Und nicht kunterbunt, quietschbunt und Diorama. Jetzt habe ich es, Diorama. Aus dem Diorama. Also da... Wow, wie hart kann man an Geschmacksverirrung leiden? Und ja, ist meine persönliche Meinung, ich weiß, aber bitte, ich habe verloren, bla bla bla. Müsst ihr damit leben können. Ich kann ja nur meine Meinung euch jetzt sagen. Ich kann ja nicht eure Meinung kennen. Aber ihr würdet wissen, wie ihr sie mir mitteilen könnt. Hör mal, sagst du mir, was für Pokémon du hast? Ich kann sie dir zeigen. Helen, Planscherin Helen. Ist das die junge Helen Magnus? Und wieder eine Anspielung, die kaum einer verstehen wird. ja. Ja, Knirscher. Und nein, ich werde die Anspielung jetzt nicht erklären. Wo ist denn dein Witz, wenn ich jede Anspielung erkläre, die ich mache? Ich bin gespannt, ob Frostedia noch den Level erreicht, den es braucht, um mitzuhalten. Du bist so stark, ich bin sprachlos. Du hast ja auch nur einen Remoraid gehabt. Machst du Octillerie und das läuft vielleicht genauso gut. Als ich mit dem Angeln anfing, habe ich mich über jeden einzelnen Fang gefreut. Aber diese Tage sind lange vorbei. Nun ärgert es mich, wenn ich meinen eigenen Rekord nicht mal um Haaresbreite schlagen kann. Okay. Was haben wir hier so Spannendes?
Ich weiß, wir haben oben noch Trainer, aber kommen wir gleich dazu. Oh! Wow, scheiße! Ich versuche mit einem Team aus lauter Pikachu Champ zu werden. Ich gebe dir einen Tipp. Synthiaten-Knackrack, das ist Typ Boden. Da kann Pikachu nichts ausrichten. Was? Pika, 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 Pikachu. Die kämpft gegen mich? Nein. Pokekind Yvonne wirft dich heraus. Jetzt Pikachu ein. Surprise. Ach, Knirsch ist einfach weg. Ich hab noch Äther dabei, das ist nicht so schlimm. Pika, Pika. Level 57 für Luxtra. Ja, und wie ihr übrigens sehen könnt, Brojelin und Lassie hängt doch ein Stück hinterher. Ja, ich weiß nicht. Den EP-Teiler als OP-Teiler zu bezeichnen, leuchtet mir auch nicht unbedingt ein. Weil da müssten alle gleich auf sein, so ziemlich. Das sind sie aber nicht. Und ja, ich weiß, wir haben Hundemon nach den ersten dreien bekommen, die jetzt ganz vorne sind. Also natürlich sind die vorne. Bojelin kam jetzt nicht so viel später dazu, als wir im Final dann Luxio ins Team begrüßt haben. Pikachu. Und daher, er hängt ja auch hinten dran. So ganz aufgeht tut auf jeden Fall nicht. Ist aber auch wurscht. Wir werden das schon schaffen mit der Liga. Wenn wir halt einen zweiten Versuch brauchen, dann ist es halt so, aber mir wäre es lieb, wenn es nicht so wäre. Ich hatte einen Traum, einen wunderschönen Traum. Ich habe geträumt, ein Trainer würde mir ein riesiges Rainbow-Reit angeln und vorbeibringen. Ja, sorry. Wrong person to ask. Kollege. Alter, wie viele Trainer sind jetzt hier? Mir ist schrecklich langweilig. Kannst du etwas gegen mein Inui tun? Dein was? Er ist erstmal Deutsch. Schnösel Alex fordert dich heraus. Alex. Mein Cousin heißt Alex. Aber der ist kein Schnösel. So, Luxio gegen Luxtra. Guck mal, mein Pokémon hat sich weiterentwickelt. Deins nicht. Komisch, ne? Ist ja irgendwas falsch noch beim Training. Ja, dann. Knirscher. Oh, wow, nicht schlecht. Funkensprung. Süß. Guck mal, ich kann das auch. Nur, ich bring dich um. Level 56 für Bojelin. Und ja gut, jetzt sieht man es, dass Frostedie mehr EP bekommt als die anderen, abgesehen von aktiven Pokémon. Dennoch glaube ich nicht, dass Frostedie wirklich aufholen wird. Mein Inui ist perdu, aber... Was? Was will der Vogel von mir? Geh mal einen Deutschkurs, du Pfeife. Will das Französisch sein? Was zum Fick will der von mir? Ich kann kein Französisch. War auch heilfroh, als bei der schriftlichen Abschlussprüfung kein Französisch dran kam bei der Küchenabteil. Das alte, war im zweiten Fach. Da kommt ganz genau mal Küche dran. Aber das ist zum Glück nichts Französisches. Alter, ja. Schönheit Almut! Ein Schlappohr! Das sieht so weiblich aus, das Pokémon, ne? Ich kann mir das nicht nur sehr, sehr schwer als männliches Pokémon vorstellen. Aber es ist das beste Hasen-Pokémon neben der Hoplo-Reihe. Ja, aber das andere da, Grabbit oder wie das Viech heißt, was ist das denn für ein hässliches Vieh, mal ganz im Ernst. Die Vorstufe richtig cool, Skoppel, und dann kommt Grabbit und denkst dir, what the was? Ja. Naja. Aber leider haben Haspirohr und Schlappohr. Wenn die wenigstens den Feentyp noch bekommen hätten, ne? Wäre das ja schon mal gut gewesen. Aber die haben ja gar nichts bekommen.
Oder haben die Fehlen? Ich blamier mich hier gerade total. Nee, dann wäre ja Knirscher nicht effektiv. Ich glaube auf null. Ja, aber Fee können die echt noch bekommen. Bei Schlappohr sehe ich Typ Fee. Entzückend. Aber gibt's nicht, weil Baum. Na gut. Die einzigen Angst, die geworfen werden, sind Pokebälle. Aber stimmt das auch wirklich? Denk mal drüber nach. Hier, als kleinen Denkanschluss schenke ich dir diese TMs. Hier, halt die Attacker Schleuder. Ja, damit kann ein Pokémon ein Item, das es, glaube ich, trägt, schmeißen. Die Attacke erschleudert den Anwender das Item, das er gerade trägt, auf das Ziel. Die Wirkung der Attacke hängt von der Art des Items ab. Fügt der Anwender aber kein Item, fliegt die Attacke logischerweise fehl. Schwachsinn. Wer ist da? Was machst du da? Hände hoch! Boah, ich nehme doch eh keiner ernst. Deinen komischen Leuchtstaber, Leuchtstäbchen da. Das ist eine Taschenlampe und ein Leuchtstäbchen. Warum? Ist das ein Schlagstock? Oder willst du damit Flugzeug zur Landung anweisen oder so? Hier landen, hier landen. Das ist auf dem Flugzeugträger, weiß man damit ja die Jets in die richtige Startbahn. Und ja, ich war mal beim Militär. Allerdings nicht auf Flugzeugträger, eine andere Abteilung. Level 45 für Frostedje. Immer noch 12 Level der Spitze. Aber nur 8 hinter Lassie. Das ist... Boah. Ein Maschok. Könnte Frostedje den eigentlich besiegen? Ich meine, er kann ja eigentlich nicht so viel gegen uns machen, oder? Soll ich es riskieren? Aber wenn es dann stirbt, ist scheiße. Level ist nicht weiter. Boah. Ah, mein Mio. Unser Team ist komplett, aber ich weiß jetzt nicht, ob Frostedje die beste Wahl war. Wir werden es erleben. Frostedje ist sauschnell. Das ist das. Ich wollte das Wesen zeigen, genau. Ich wollte euch das Wesen zeigen. Wir machen gleich. So, auf den Dialekte nachzumachen, die ich nicht kann. Macht aber Spaß. Oh, wow. Level 58 für Mew, Level 58 für Spike, Level 54 für Lassie. Noch 2 Level bis Knirscher. Na, August. Entschuldige die vielen Fragen, ich bin etwas schreckhaft. In deinem Job ein Fehler. Das wollte ich haben, das ist ein Item. Sieh doch nur, sieh dir mein Pokémon an, das ist so cool! Wir werden gemeinsam in See stechen, du und ich! Hä? Was? Willst du mich entführen oder was? Bist du drauf, Pedo? Das ist das Leben der Matrosen, das Leben der Matrosen! Okay, du sagst keine Matrosen, egal! Los, sing mit! Nein! geh mal ganz weit weg! Ich hab ein Mew, das kann dich umbringen! Ingo! Der Ingo. Luxtra und Mew. Das ist für euch beide ein ziemlich mieses Team-Up. So, Luxtra, du machst bitte mal einen Funkensprung auf Mantips und Mew, du machst Zauberschein auf beide. Wer ist eigentlich schneller von euch beiden? Mew. Mew ist so fucking schnell. Ich wusste, dass es Mantirps nicht töten wird. Mantirps hat eine bestialische Verteidigung. Eine spezielle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er den Funkensprung an sich auch überleben hätte können. Also Mantirps ist echt spezialverteidigungstechnisch ein Monster. Da kann es sein. Hui, ich musste mich an meinen Schwimmreifen festhalten. Deine Pokémon machen einen guten Eindruck. Danke. Die halbe Stunde schon fast voll. Krass. Ja, Item, das hol ich aber schon schnell. Die Route machen wir auch fertig und gehen nach Sonderweg rein. Das wäre ja was, wenn ich das nicht machen würde. Sorry, Mew, ich bin zu schnell für dich, ich weiß. Diese Turbo-Treter sind getuned. Die sind illegal. Putz. Und da haben wir ein Fläschchen Carbon. Werde ich übrigens IV-Training betreiben, so ein bisschen.
Na, sehe ich nicht. Ich wüsste, wo ich es machen könnte, ja, aber... Pff. Wir wollen es ja spannend haben. Ne? Wenn ich jetzt die Init noch weiter pushe von Luxtra und Mew, dann ballern die ja wahrscheinlich alles weg. Muss jetzt auch nicht so unbedingt sein. Man braucht auf See sein Hirn und seine Muskeln. Ei, das Leben in Matrosen ist nicht leicht. Ja, dein Kumpel da drüben, den sollst du mal beim FBI melden vielleicht. Der sagt ganz komische Dinge zu jungen Leuten. Joachim, also der Ingo, der würde ich ein Auge drauf werfen. Ne? Der ist ein bisschen, ne, weißt du Bescheid. Er ist nicht ganz sauber. Wird da mal in den Keller gucken. Er weiß, was du alles findest. Ich weiß, das war anders gemeint in dem Moment, aber es klingt halt komisch und bedenkst, wie alt der Charakter ist, wenn man selber spielt. Aber ja, es war ja natürlich in der Tat anders gemeint vom deutschen Besetzungsteam. Ein Gastrodon, ja, da kannst du recht wenig machen, da brauchen wir Spike. Und dieses Gastrodon ist ungefähr auf dem Level von den Gastrodon jetzt dann, die unten im Untergrund sind. Die können maximal 45 erreichen. 55 wäre geil. Ja. Aber die meisten waren eben so auf 43, 42. Das ist ja absolut nicht gelohnt. Was? Oh, weißt du, Rasierblatt geht nie fehl. Jetzt brauchst du es einmal. Aber wenigstens lässt sich Spike nicht verwirren. Tschüss. Ich hatte bei ihm die Chance, Blättersturm zu lernen. Aber Blättersturm lohnt sich im Endeffekt nicht, weil es weniger Genauigkeit hat. Und weniger AP. Also da ist... Achso. Weißt du, was jetzt riskiere ich einfach mal. Prostete, den ersten Kampfeinsatz, komm! Zum Abschluss des Paths bekommst du nochmal einen Kampfeinsatz. Zeig, was du kannst! Und es ist natürlich auch wieder weiblich, weil es weiblich sein muss, denn nur weibliche Schnäppke können sich zu Frosteti entwickeln, das auf einem Yokai basiert, auf einem japanischen mythischen Wesen aus Schneegebieten. Ja, wir können mal einen Eisstrahl testen, ne? Eisstrahl! Wir sind ja sehr schnell. Das ist das Schöne an Frosteti. Wow, das überlebt. Abschlag. Wow! Ich wusste gar nicht, dass... Hast du mir ein Glücksei geklaut, du Arschloch? Du wirst sterben! Spukball! So. Wenn jetzt mein Glücksei weg ist, dann platze ich, ne? Ja, Frost sieht die hält ja nicht viel aus. Also es muss schon wirklich deftig Power bekommen, damit das dann wirklich funktioniert. So, jetzt gehen wir noch in die Stadt rein und dann zeige ich euch die Werte und das Wesen von Frostedie. Der Ritter von Sonnenweg leidet in letzter Zeit unter extremer Langeweile. Anscheinend gibt es keine guten Herausforderer mehr für ihn. Das müssen wir gleich ändern. Müsste ich die Arena von Sonnenweg mit nur einem Wort beschreiben, dann würde ich sagen, schockierend ekrisierend. Ups, das waren nur zwei Wörter. Trottel. Du! Hey Trainer, mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Oh, entschuldige, ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich hatte doch so eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es geht in der Rennerte dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollends verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihm aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Da kann auch noch der Strom ausfallen, das hat seine Laune sicher auch nicht gebessert. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, oder? Ich möchte, dass du ihm eine Herausforderung lieferst, die seine Leidenschaft für Kämpfe neu entfacht. Ich verlasse mich auf dich, Heißsporn. Naja, wenn ich ihn platt mache, wird er kaum noch Bock haben, weiter zu kämpfen. Egal, so, wir wollten ja Frostedie angucken. Also, Frostedie ist Typ Eisgeist. Das Wesen frech, und das heißt, der physische Angriff steigt, aber die Spezialverteidigung sinkt. Also wir können Frostedie sowohl physisch als auch speziell einsetzen, aber ich möchte eher auf die spezielle Seite gehen, weil wir schon Bojelin haben, der physisch voll draufhauen kann mit seinen Wassermoves und auch Lassie und Luxtra eher auf der... Lassie ist speziell, aber Luxtra ist eher auf der physischen Seite, da ja das
Ne, das macht dann schon Sinn, wenn Frostetia auf die spezielle Seite wechselt. Klar, der physische Angriff wird stärker steigen, aber Frostetia ist grundsätzlich eher speziell. Das heißt, das wird auch gut mitleveln, wenn es auch nicht ganz so stark ist. Ja, Attacken habt ihr ja gesehen. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und im nächsten Part machen wir die ganze Stadt plus Arena. Und wir treffen auf eine Arenaleiterin aus Johto. In dem Sinne, macht's nicht gut, macht's besser. Und lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, würde mich sehr freuen. In dem Sinne, euer Schraubsel. Ciao.